Ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody. Helga und Marianne, wo bleibt der Sommer? Gute Frage. Aktuell ist eher so: 30 Grad, Schnee. 20 Grad, Regen, 30 Grad, Schnee. So war es jedenfalls im April. Mittlerweile Mai ist ja ähnlich, da ist kein Schnee, halt aber Regen. Aber ja, ich bin echt gespannt, wann der Sommer endlich kommt. Und vor allem auch, ob wir da schon wieder Party machen können draußen. Und ob wir wieder in die Clubs können. Merkel macht Shisha-Bar auf. Ich gehe in die Shisha-Bar, aber generell, was ich meine. Und ja, Corona ist hoffentlich bald vorbei. Hoffentlich bald. Oh, Helga. Ja, was ist denn los? Ist das nicht furchtbar? Ich hab's doch gesagt. Da wird man doch traurig. Naja, wenigstens waren die Engländer noch schlechter als wir. Das mache ich doch gar nicht. Ach, sie redet über Fußball. Ach so. Oh, ich sehe auch irgendwie jedes Mal irgendwie was. Ich sehe irgendwie jedes Mal irgendwas bei... Da ist irgendein wichtiges politisches Thema, was besprochen werden muss. Ja, irgendwas politisches, was Aufmerksamkeit braucht oder so. Und dann kommt irgendwie random irgendwas mit Fußball. Irgendwie wer gewinnt, verliert oder ist irgendein Spiel, was gerade läuft. Und dann sind die Twitter-Trends wieder voll von Fußballkürzeln oder sowas. Und neuer Skandal mit Fußball. Wieder ein Tor, der nämlich reinbekommen hat. Ich verstehe diese Begeisterung nicht von Fußball. Also redet über ESC. Ach so. Aber trotzdem, Fußball letztens ging auch irgendwas ab da. Da war auch irgendwie was. Das Wetter. Ja. Das Wetter? Ja. Das Wetter. Was ist damit? Das ist doch furchtbar. Ja, nu. Ich hab mich so auf den Sommer gefreut. Wir haben doch noch gar keinen Sommer. Sommer fängt im Juni an. Aber Helga, guck dir das doch mal an. Das ist doch nichts. Die Bauern freuen sich. Ordentlich Regen kann alles schön wachsen. Der Mai war doch vom Wetter enttäuschender als Deutschland beim Eurovision Song Contest. Ja, aber... Oder enttäuschender als Deutschland bei der EM dieses Jahr. Die war doch noch gar nicht. Ich weiß trotzdem schon. Was ich aber so krass finde, wir sind ja 4 Jahreszeiten gewohnt. Aber in Florida zum Beispiel geht's gar keine Jahreszeiten. Da ist immer nur Sommer. Auf Hawaii. Immer nur 20 Grad T-Shirt-Wetter so. Es ist richtig krass. Vor allem eine Freundin von meiner Stiefmutter, die ist auch nach Kolumbien, nach Florida ausgewandert. Ihre Mutter kommt aus Kolumbien, glaube ich, so war das. Die vermisst es auch gar nicht, das Klima. Also die Jahreszeiten. Die hat eigentlich das ganze Jahr über jetzt nur Sommer. Es ist so weird, sich vorzustellen, dass es einfach kein Herbst, kein Winter gibt. Es ist Dezember und es ist draußen 30 Grad und kannst an den Strand gehen. Es ist so ein weirder Gedanke. Keine Ahnung, ich finde es irgendwie weird. Würdet ihr sowas feiern? Also keine Jahreszeit mehr haben, nur Sommer? Findet ihr sowas gut oder würdet ihr es vermissen? Wie es werden wird. Wie das Wetter. Enttäuschend. Marianne, es geht doch gerade erst los. Der Juni wird super. Woher willst du das denn wissen? Tja. Bist du so eine... Ich bin... Metrolo... Wie heißt es nochmal? Metrolo. Metrolo? Was? Meteorologe. Das mit dem Meteorologe, oder? Meteor. Ja, ich glaube so. Wetter. Die das Wetter wissen. Metrologoge. 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 Bist du das? 97 habe ich mal Metrologogen. Ich mal studiert. Wirklich? Habe ich mal. Ja, dann sag mal. Ja. Wie? Wahrscheinlich ein halbes Semester oder sowas. Nach einem Tag, okay, tschüss, nie wieder. Wird der Sommer. Genauso schlecht wie der Mai oder wie? Nee. Im Juni ist auch mal Sonne, aber auch mal Wolken. Und Regen? Regen ist auch mal dabei, aber auch ein paar Tage mal nicht. Bisschen Kuddelmuddel also. So eine Kuddelmuddel-Wetterlage kommt da. Nicht mal ah, ja. So. Ist der Fachbegriff. Früher war doch noch richtig Sommer, oder? Ja. Kachelmann approves. Kuddelmuddel-Wetter, ja, kenne ich. Früher war doch 30 Grad im April und dann bis September durch. Das war doch so. Früher war alles besser. Stimmt. Ja, und dann im November gab es dann Schnee. An meinem Geburtstag, ich weiß noch, damals gab es meinen Geburtstag, am 2. Dezember gab es Schnee. Irgendwann gab es den Punkt, wo es nie wieder an meinem Geburtstag Schnee gab. Und dann stattdessen auch nicht mehr an Weihnachten irgendwann nicht mehr keinen Schnee gab. Irgendwann ist es so, dass wir dann noch Februar kurz Schnee haben, dann nicht mehr oder so. Oder dann sogar im Juli irgendwann Schnee haben. Ich meine, weiß ja nicht, Klima ist ja echt verwirrend momentan. Gestern war zum Beispiel Sonntag. Was? Was? Aber so über 30 Grad, das brauche ich nur auch nicht. Da versagt der Kreislauf. So 22 Grad ist so meine Betriebstemperatur, wo ich noch so gut funktioniere. So ohne technische Störung so. Ich war mal mit meinem Mann in der Türkei. Ja? Im August. 41 Grad. Ist eine Frechheit. Ich war eine Woche in meinem Zimmer, Marianne. Hast du dich beschwert? Ja, natürlich. Muss man auch. Direkt den Reiseleiter angerufen. Ist er dir entgegengekommen? Was glaubst du, ich musste zu ihm fahren? Nee, ist er mir preislich entgegengekommen? Nichts. Unglaublich. Nichts, Marianne. Was ich auch gerade frage ist, die treffen sich jedes Mal da hinten am Garten. Was machen die genau an der Stelle? Warum sagen sie mir, hey, was machst du da? Ja, was denn los?
Chillen die dann da unten? Haben die da unten ihr Gemüsebeet, was sie anpflanzen, und dann sind sie zufällig zur selben Zeit dann da und sagen, bist du da drüben? Oder wie machen die das? Dass sie unten da unten direkt unter dem Zaun so chillen und hochkommen so. Muss ja unten das Gemüsebeet sein, das Kräutergartengedehns oder wie auch immer. Dass sie dann sich zufällig dann da begegnen so. Bist du da? Ja, was denn los? Oder krabbeln sie immer auf dem Balkon, weil sie nicht gesehen werden wollen. Dann krabbeln sie so und sagst du, Gun, bist du da, Helga? Und dann so, ah, Mist, der hat mich gesehen. Mist, dann doch. Oh ja, was ist denn los? Servicewüste ist eine Frechheit. Seitdem Türkei, nie wieder. 30 Grad brauche ich hier auch nicht. Aber denk mal an die Kinder. Was, wieso? Früher waren wir doch bei ab 20 Grad im Schwimmbad. Von morgens bis abends und haben uns mit Pommes Stimmt. zugedreht. Mit ja. Doppelt Mayo, das war noch Zeit. Morgiane, heute bei 20 Grad ist das Schwimmbad leer. Ist so. Das ist den Kindern zu kalt. Da spielen sie lieber Gameboy oder sowas. Ist doch traurig. Erst ab 30 Grad, wenn das gefälschte Adidas-T-Shirt am Fettbauch klebt, bewegen sich die Gürbel los ins Wasser vorher. Wird das nicht. Und dann wundern sich alle, dass die Freibäder schließen müssen. Die Gürn sollen ins Freibad. Die sollen sich bewegen, rumtoben, Sonnenbrand kriegen und sich mit Pommes zudröhnen. Aber es war früher bei mir genauso. Dass man mit 20 Grad, blauer Himmel natürlich schon, wenn Regen war, ein bisschen blöd, aber auch sogar, wenn es ein bisschen bewölkt war, sind wir trotzdem rausgegangen ins Schwimmbad. Planschen gegangen, so ein bisschen Spaß gehabt. Auch wenn wir nicht ins Wasser gegangen sind an sich, haben wir trotzdem hingegangen. Ich weiß nicht, heutzutage machen wir das heute nicht immer noch. Ich konnte damals zum Freibad mal fahren, mit dem Fahrrad immer hingefahren und dann weiter mit Freunden getroffen und dann war es immer voll geil. Schwimmbad, was ist das? Hier sind nur Seen. Gut, hier gab es auch mal einen See, aber da kann man nur mit dem Auto hinfahren. Mit dem Fahrrad ging es nicht, weil es war viel zu weit weg. Das ist doch noch Kindheit, Moriane. Aber da muss man ja einmal sorgen, die Freibäder hatten ja auch jetzt lange zu wegen der Pandemie. Moriane, als früher die Schwimmbäder zu hatten, da sind wir in Tümpel gesprungen. Drüben, bei Bauer Jubel. Mit Anlauf in Tümpel und rein doch. Hat der Bauer seine Gülle mit reingeleert, war uns egal. War doch gut für die Gesundheit, Moriane. Machen die Kinder heute nicht mehr. Der Sommer kommt. Kleines Büschen noch warten, dann ist er da. Und weißt du was, Helga? Wenn er da ist, gehen wir beide mal schön ins Schwimmen. Moriane, ich muss mal meine Kartoffelknödel mit Schweinebraten und Soße. Kenn ich nicht. Marianne will immer mit ihr connecten, irgendwas mit ihr machen oder so. Also wenn sie was vorschlägt, dann so, nee, ich muss gehen. Kennt ja nicht. Schweinebraten ist immer mit deinen ganzen Unverträglichkeiten und so. Du kannst ja irgendwie, sich nicht so du kannst gut. ja gar nichts ab. Krieg Bandscheibenvorfall von dir. Bandscheibenvorfall. Ja gut, wenn sie dick ist, dann kann das schon das Gewicht so nach vorne drücken und dann kannst du schon Probleme bekommen. Mokdate. Fion, ich bin ein Profi. Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.